wenn man den Ball kurz vor Schluss sieht, wo wir den Ausgleich machen können, kann man sagen, ein glücklicher Sieg, aber letztendlich, wer zweimal ins Spiel kommt und innerhalb in der ersten Halbzeit von 5 Minuten 2 Tore macht, innerhalb von der zweiten Halbzeit innerhalb von 10 3, muss man dann schon doch irgendwie den Sieg anerkennen. Auch wenn es schwerfällt, ja, weil wir den Ausgleich noch auf dem Schuh hatten, aber sonst, ja, muss man einfach sagen, gerechtfertigt. Also ein Spiel, da brauchst du Herztropfen, ganz ehrlich. Also wir sind ja super reingekommen, ungewöhnlich für uns. Normalerweise denken wir gar nicht vor der 10. Torschance drüber nach, mal einen reinzumachen, machen die ersten 2 rein, machen dann wieder, fallen ins alte Muster rein, die Chancen quasi schindluderartig liegen zu lassen. Und dann letzten Endes haben wir hinten raus das Glück. Ich denke, keiner unserer beiden Torhüter wird heute den goldenen Manuel Neuer kriegen. Aber es war wieder typisch für Borsigwalde diese Saison, eigentlich eine so geschlossene Mannschaftsleistung. Offensiv, finde ich, haben wir es auch gut gemacht. Schöne Kombinationen herausgespielt und gewonnen. Leider kommen wir wirklich oft schläfrig aus der Kabine. Ja, wir wissen auch noch nicht ganz genau, ob es am Tee liegt, den wir ausgeben, oder an den Süßigkeiten. Wir müssen es noch analysieren, um die Jungs wirklich wach zu kriegen. Es ist wirklich öfters der Fall, dass wir schlecht aus den Halbzeiten oder in die Halbzeit reinkommen und dann immer besser ins Spiel finden. Da müssen wir dran arbeiten. Nee, das ist keine Arroganz. Dafür sind wir, glaube ich, zu jung. Wir sind einfach, sagen wir mal, heute waren ja auch wieder nur 3 ältere Jahrgänge im Kader. Wir sind da auch noch ein bisschen grün. Dass wir einfach, das ist keine Arroganz. Das ist einfach so ein bisschen dann weiterzumachen und irgendwie zu realisieren, dass ein Spiel nicht nach 10 Minuten entschieden ist. Das ist keine Arroganz. Das habe ich bei meiner Mannschaft eigentlich noch nie feststellen können, sondern das ist einfach Naivität dann teilweise auch. Und gegen den Gegner, der uns dann natürlich auch im Mittelfeld komplett den Schneid abgenommen hat, muss man sagen, der das Mittelfeld beherrscht hat über weite Phasen. Wir haben viel umgestellt und ich ziehe aber trotzdem den Hut vor der Truppe, dass sie halt in der Halbzeitpause nochmal das abgeschüttelt haben, die wirklich schlechten 25 Minuten der ersten Halbzeit. Und also ist wieder eins von diesen Spielen, das hatten wir jetzt mehrfach in dieser Saison, die du auch verlieren kannst, ganz klar. Also es ist, wir sind jetzt nicht die Übermannschaft in dieser Staffel, sondern es ist sowieso schon eigentlich so ein kleines Fußballwunder mal wieder, dass wir überhaupt jetzt, glaube ich, 22 Punkte haben. Wer hätte denn das gedacht? Das Problem ist bei uns definitiv, dass wir, also ohne arrogant jetzt zu sein, wir definitiv das fußballerische bessere Team ist, aber Borsigwalde definitiv gieriger war heute von Anfang an, über 90 Minuten auch, und wir tun uns sehr schwer, unser Spiel gegen so eine Mannschaft zu spielen und sind dann eher, ja, drauf bedacht, deren Spiel uns anzupassen, anstatt in Kurzpässen zu spielen und wirklich fußballisches Ding laufen zu lassen, und rauben uns da manchmal unseren Stärken auch. Also um ehrlich zu sein, wir reiben uns die Augen, dass wir so weit oben stehen. Hätte keiner gedacht hier. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben eine Trainingsbeteiligung, die liegt bei 90%. Die Jungs sind heiß, die nehmen diese Verbandsliga an. Man hat uns ja, ich weiß, hier bei der Reiningendorfer Jugend AG haben alle zu mir gesagt, hier, bin ja auch Jugendleiter hier im Verein, Matthias, geh nicht mit der A-Jugend in die Verbandsliga, du stürzt den Verein ins Unglück. Das, sag ich mal, zeigen wir jetzt, dass es nicht so ist. Man kann mit hungrigen jungen Spielern auch diese Verbandsliga halten, sogar teilweise Spiele dominieren, was wir in dieser Saison auch schon gemacht haben. Und selbst die beiden Niederlagen, die wir hatten, waren nur die gegen Berliner SC aus meiner Sicht verdient. Aber Stern 1900 zum Beispiel haben Stern 15 gute Minuten gereicht und viel mehr Cleverness als wir. Und da sind wir wieder Thema Naivität. Die Gegner sind teilweise noch cleverer als wir. Und wollen wir mal ganz ehrlich sein, Starken ist natürlich auch eine extrem gute Truppe. Und so gesehen wäre ja vermessen, wenn wir jetzt sagen, hier das Haar in der Suppe suchen nach so einem Spiel. Der Anspruch ist natürlich, nach dem Aufstieg letztes Jahr erstmal die Klasse halten. Aber natürlich, wenn man die Liga jetzt sieht, ja, sieht man vorne die paar Teams, da wissen wir, dass wir nicht ungefähr hingehören. Ja, Stern, Berliner SC, auch Empor, die haben die Ziele, ganz klar aufzusteigen. Aber dahinter, ab Platz 4, ist eigentlich dieses Jahr alles drin. Ja, und dementsprechend wollen wir natürlich so hoch wie möglich sein. Deswegen sind wir natürlich durch die Niederlage heute auch enttäuscht, da nicht mal einen Sprung nach oben gemacht zu haben. Ja, letzte Woche in Frohnau gewonnen. Oder vor 2 Wochen war es ja. Und ja, heute dann, wo du mal nachlegen kannst, verpassen wir es leider. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.